Wie war deine Sommerpause und was hast du unternommen? Es war ganz entspannt. Ich war mit Philipp, mit Brosi im Urlaub. Wir waren in der Türkei, in der Nähe von Sida in Kumkoy. Und ja, es war relativ heiß. Wir hatten halt so um die 40 bis 45 Grad, aber man hat sich dran gewöhnt. Aber ansonsten habe ich eigentlich viel auf der Couch gesessen. Natürlich sind wir ein paar Mal laufen gewesen, damit wir hier nicht unvorbereitet in die Vorbereitung gehen. Es passt, also es war sehr entspannt. Wie verliefen dann die ersten Trainingstage und wie anstrengend waren diese? Die ersten Trainingstage in der Vorbereitung, die sind schon echt dolle eklig, muss man sagen. Also wir sind ja jetzt seit anderthalb Wochen dabei, jetzt geht's mittlerweile, aber es war wirklich schon extrem anstrengend. Wir sind viel gelaufen und haben viel Kraft gemacht, aber das passt. Jetzt sind wir hier im Trainingslager in Tschechien. Was erwartest du dir hier und wie gefällt es dir hier in Karviná? Ja, also Karviná ist glaube ich kleiner als Dessau sogar oder hat weniger Einwohner? Ja, 55.000. Ja, naja. Ich muss sagen, da gefällt mir Dessau schon ein bisschen mehr. Ansonsten, das Trainingslager ist natürlich extrem anstrengend. Wir trainieren sehr oft, vor allem im läuferischen Bereich. Und ich erwarte mir davon, dass wir danach eigentlich schon wirklich einen großen Schritt Richtung gut vorbereitet in die Saison gehen, so in Anführungsstrichen, ja. Wenn du ein Gegenstand wärst, welcher wäre das? Ich würde eher sagen, das Bett. Ich verbringe sehr viel Zeit im Bett, von daher. Okay. Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das? Also welche würdest du dir geben? Ja, ich weiß nicht, ob man das als Superkraft nennen kann, aber ich war schon immer ein Fan von Batman. Ja. Wie gesagt, eine richtige Superkraft ist es ja nicht. Das ist ja alles Hightech, was er an seinem Körper trägt. Aber das finde ich halt geil. Okay, also quasi mit so einem Batman-Anzug demnächst. Okay, ob es denn deine Größe gibt, ist natürlich. Ich glaube nicht. Welches Genre hätte ein Film, der über dein Leben handelt? Schwer zu sagen. Ich würde eher sagen, eine Komödie. Mit welchem Promi würdest du gerne einen Tag das Leben tauschen? Da gibt es mehrere. Ich bin zum Beispiel ein Fan von Leonardo DiCaprio. Brad Pitt ist natürlich auch wirklich sehr geil, muss ich sagen. Ja, es gibt mehrere. Also ich kann da mich jetzt nicht festlegen auf einen. Was würde dir da dran gefallen, so im Fokus zu stehen? Oder? Ja, das zum Beispiel, dass mich Leute auf der Straße zum Beispiel einfach mal anquatschen, dass mich jede zweite Person kennt. Ich würde gerne mal wissen, wie das ist, wie sich das so anfühlt. Was glaubst du, nimmt man dir oft übel? Ja, in Diskussionen übertreibe ich immer mal sehr schnell, muss ich sagen. Da versuche ich mich immer ein bisschen zurückzunehmen, aber es fällt mir auch relativ schwer. Aber ich denke mal, ich habe mich da schon ein bisschen gebessert. Was schätzen andere Personen besonders an dir? Ich würde eher sagen, ich bin wirklich freundlich und ich mache auch extrem viel Scheiße mit. Also ich bin jetzt keiner, der etwas sehr schnell ernst nimmt und dann wütend wird, sondern ich lache auch über mich selbst. Also ich finde, das gehört dazu, dass man nochmal über sich selbst lachen kann und ich glaube, das schätzen dann die anderen Leute bei mir so. Was ist das perfekte Geburtstagsgeschenk für Uwe Jung-Andreas? Boah, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, momentan ist es, keine Ahnung, ich weiß es nicht wirklich. Okay, wir machen mal noch die letzte Frage. Du spielst jemanden aus der Mannschaft einen fiesen Streich. Wer müsste dran glauben? Mein Bruder, ganz klar. Okay. Die erste Frage. In welchem Monat hat Tomasz Pawliczek Geburtstag? Das weiß ich nicht. Genau, du kannst raten. Ich sag im Februar. Nicht schlecht, aber es ist März. Okay. Ich überlege, mal gucken, ob ich auch halbe Punkte vergebe, muss ich bei Jonas auch den einen oder anderen. Achso, na gut. Die Frage wirst du sicherlich beantworten können. Von welchem Verein wechselte Maximilian Wasilewski zum DHV 06? Das weißt du sicherlich noch. Ja, vom Eintracht Hildesheim. Das ist richtig, dein erster Punkt. Jetzt wird schon schwerer. Welchen Beruf hat Tom Hanna erlernt? Ich glaube, Bankkaufmann war das. Oh, das ist richtig. Zweiter Punkt. Wie habt ihr letzte Saison auswärts in Wilhelmshaven gespielt? Da brauche ich das exakte Ergebnis. Das war euer erster Auswärtssieg. Ich glaube auch euer erster Sieg. Ich glaube 29-23 oder so. Richtig. Auch drei Fragen hintereinander richtig. Wie viele Tore hat Florian Pfeiffer in der letzten Saison geworfen? Es gibt drei Auswahlmöglichkeiten. 69, 82 oder 100? Nee, das waren 82.
Nee, es sind 100 tatsächlich. Ja, es sind 100. Welcher Spieler erhielt in der letzten Saison die meisten 2-Minuten-Strafen? Ich glaube, Thomas. Nee, das war auch Florian Pfeiffer. 29 Stück. In einem Spiel der letzten Saison habt ihr 36 Treffer erzielt. Das waren für euch die meisten Tore in einem Spiel. Gegen wen war das? Ich glaube, das war Neuhausen, ne? Zu Hause? Die achte Frage. Mit welchem Verein stieg Uwe Jung-Andreas in die erste Handball-Bundesliga auf? In die erste? Mhm. Boah, das ist schon wieder vor meiner Zeit. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Delitzsch war das, ne? Ja, richtig, ja. Richtig. Auf welcher Position agierte Vizepräsident Mike Valentin während seiner aktiven Handballkarriere? Ich weiß nicht, mittlerweile steht er im Tor, das weiß ich auch nicht noch. Stand er vorher auch im Tor? Ja. Okay, Torwart ist richtig. Und die letzte Frage, genau, die Schwester von Philipp Ambrosio spielt ebenfalls in der zweiten Bundesliga. In welcher Sportart? In Volleyball. Okay. Da bedanke ich mich jetzt erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Das Quiz werten wir später noch aus und gucken mal, wer da die meisten Punkte hat. Aber du warst auf jeden Fall schon besser als Jonas und bist auf der Führungsposition. Ja, genau. Ja, was glaubst du, ihr habt ja morgen Testspiel und Samstag Testspiel. Was erwartest du da? Gegner spielen ja immerhin tschechische erste Liga und polnische erste Liga. Ja, wie gesagt, ich kenne mich mit den zwei Ligen nicht so richtig aus. Ich habe zum Beispiel Karwiner noch nie gesehen oder die polnische Mannschaft. Da kenne ich noch nicht mal den Namen, ehrlich gesagt, gegen die wir spielen. Ja, ich denke, gegen Karwiner wird es sehr schwer, weil die halt auch in der ersten Liga spielen in Tschechien. Und da kommen ja auch unsere Tschechen her. Und wenn das so ein Niveau ist, dann würde ich schon sagen, dass es relativ schwer wird. Also es wird ein ausgeglichenes Spiel sein. Und bei der polnischen Mannschaft, da kann ich nicht einschätzen. Ja, also wir haben jetzt schon ein paar Mal untereinander trainiert mit Ball, beim 4 gegen 4, 6 gegen 6 und die Spielzüge haben sie, denke ich mal, drauf. Ja, und es fehlen eigentlich nur noch die Kleinigkeiten, würde ich sagen. Die richtigen Abstimmungen zu treffen, wer rausgeht, ob jemand hinten bleibt und dann, ja, denke ich mal, dass es zum Saisonstart definitiv so ist, dass wir alle zusammen ein Team sind und dann wird das auch passen.